Ladies and gentlemen. Okay. On this very last day of an diesem letzten Kongresstag ist es mir eine Ehre, diese zwei Herren hervorzustellen, Jeff Leo und Andy Olson, die diesen Vortrag gehalten werden, Kernel Tracing mit eBPF. Also für diejenigen, die das nicht verstehen, Extended Berkeley Packet Filter. Und ja, was sie machen werden, ist die Funktionalität von eBPF vorstellen, die im Linux-Kernel vorhanden ist. Sie werden einige praktische Anwendungsfälle vorstellen. Und was für mich am interessantesten ist tatsächlich, dass wir ein bisschen Gott spielen werden. Trifft das zu? Ah, ein bisschen zumindest. Ich weiß nicht genau, welche Art von Gott, aber ja, die Bühne gehört euch. Welcome. Hallo zusammen. Ich bin Jeff, das ist Andy. Wir sind Security-Sicherheitsberater bei NCC Group und wir suchen hauptberuflich nach Sicherheitslücken, helfen die zu reparieren und so. Und ja, womit wir in letzter Zeit viel rumgespielt haben, ist eBPF. eBPF heißt erweitertes BPF, Extended BPF. Ja, und nochmal für die, die BPF nicht kennen, das ist der Berkeley Packet Filter. Das ist eine Bytecode VM, also eine Bytecode Virtual Maschine, die im Kernel läuft, um Netzwerkpakete zu verarbeiten und zu filtern. eBPF ist dann eigentlich komplett anders, hat eigentlich erstmal nichts damit zu tun und die wurde im Linux-Kernel entwickelt als eigenes Ding und hat im Prinzip nur den Namen gemeinsam. Die Idee ist, dass sie just-in-time kompiliert wird und direkt auf x86 und andere moderne CPU-Architekturen abbildbar ist. Und die Idee ist, dass man ein C-Subset transpiliert und dann kompiliert und das wird für alles im Kernel verwendet, um irgendwelche beliebig programmierbare Logik reinzutun. Es gibt dafür den BPF-System-Call, mit dem man den BPF-Bytecode reinsendet und ein bisschen andere Metadaten und wenn das alles passt, dann gibt es euch ein eBPF-Programm. Und worum es eigentlich geht, ist, wie kann man das benutzen? Wie sieht das aus? Das hier ist jetzt eine Form, wie das aussieht. Das sieht total furchtbar aus. Das ist Makrohölle, alles in C. Das sollte eigentlich nie jemand schreiben. Aber ja, vielleicht erstmal, was ist das? Es ist im Prinzip eine BPF-Implementierung, die eben ein paar andere Regeln verwendet, neue Register hinzufügt und im Prinzip Funktionen bereitstellt, um arbiträre Kernelfunktionen aufzurufen, die man vorher als Kernel bei eBPF registriert beim Interpreter. Und ja, das ist jetzt erstmal. Und es gibt dann noch einen Verifier, der den Code verifiziert. Ist da gar nicht so besonders gut drin, aber es tut es. Und dann gibt es eben noch den spezifischen Anwendungsfall, der und die Isolation, die einschränkt, was der Bytecode genau tun kann. So, warum macht man das alles? Es gibt verschiedene Anwendungsfälle, hochperformantes Paketprozessierung, Netzwerktunnel, spezifische IP-Tables regeln, syscall-filtern und da kann man dann zum Beispiel irgendwie ist das alles so ein bisschen kompliziert. Aber eBPF hat im Prinzip einen Riesenhaufen Features bekommen und wird für alles Mögliche verwendet und Leute scheinen das zu mögen. Aber also wofür verwendet man das tatsächlich? Also man will grundsätzlich überall Hooks haben, also Eingriffspunkte, wo man Dinge tun kann, ohne den Kernel crashen zu lassen. Und das heißt, man muss keine Kernel-Module mehr schreiben, die dann irgendwas alles crashen lassen könnten oder sowas, sondern man kann das safe in eBPF machen. eBPF ist auch insofern interessant, als dass es eine Alternative zu D-Trace ist, die man aus Solaris und macOS kennt und es ist tatsächlich sehr viel mächtiger. Und D-Trace hat im Prinzip
immer diesen Vorteil gehabt, dass es ein einheitliches Provider-Framework gibt, wo man eben für bestimmte Ereignisse ein einheitliches Interface hatte. Und eBPF wird wahrscheinlich nie zu dieser Art von Homogenität kommen, aber eBPF ist deutlich programmatischer und man kann dann im Prinzip einfach beliebigen C-Code in dicken Anführungszeichen im Kernel ausführen. Und ja, D-Trace ist halt da eben deutlich eingeschränkter für einfach nur die Systemanalyse, während eBPF einem im Prinzip ziemlich viele Anwendungsfälle erlaubt. Was ist Tracing? Tracing ist im Prinzip Logging für Programmausführungen. Also das ist für uns jetzt nicht so interessant, das ist eher für Entwickler interessant. Was uns eher interessiert ist, ja, an Sachen irgendwelche Anhängepunkte, also Hooks dranhängen und ja, das ist dann im Prinzip dynamisches Tracing. Dynamisches Tracing kann man unterscheiden in zwei verschiedene Arten. Einmal, ja, im Prinzip dynamisch Logging ein- und ausschalten und dann gibt es die Art von Tracing, wo man arbiträre Funktionalität und Log-Statements irgendwo reintut, die vorher noch gar nicht da waren. Und wir interessieren uns speziell für den zweiten Teil. Das nennt man auch dynamische Instrumentierung. Und ja, es gibt dann eben im Prinzip zwei Sachen, Function Hooking und Instruction Instrumentation. Es hängt da ein bisschen davon ab, wie man das Hooking implementiert. Und schauen wir mal weiter. Der Titel wäre einfach nicht akzeptiert worden, wenn wir den so eingereicht hätten. Also jetzt wollen wir uns mal ein bisschen die Historie des Ganzen angucken, was es da so für Technologien gab. Das Wichtigste am Anfang war K-Probes. Das ist einfach schneller geworden über die Zeit. Was es erlaubt hat, war, dass man beliebige Instruktionen im Kernel hooken konnte. Man konnte eine Funktion da reinhängen, die dann ausgeführt wurde. Und die wurde dann ausgeführt, wenn das Ding benutzt wurde. Es hat immer versucht, einen Fastpath zu machen. Und wenn es keinen Fastpath machen kann, dann sucht es dann macht es ein Single-Stepping durch die Instruktionen. Dann gab es F-Trace, das war eine File-System-API. Da konnte man Profiling und Tracing mitmachen. Nicht so richtig interessant aus unserer Sicht, aber kommt vielleicht auch in eBPF rein. Dann gab es Perf Events, das war auch für Profiling. Und am Ende ist es einfach nur ein sehr schneller Ringbuffer, den man benutzen kann, um Informationen rauszukriegen. Dann gab es Trace Points, das ist eine Logging-Funktionalität, die eingefügt wurde. Dann wurde U-Probes eingeführt, das war Kernel-Probes für User Space. Und jetzt gibt es das eBPF und das soll das alles zusammenführen. eBPF integriert sich mit all diesen verschiedenen Kernel-Technologien und ganz besonders die fürs Tracing verwendet werden. Und die Idee ist, dass man ein eBPF-Programm schreiben kann, das sich dann an gewisse Datensourcen ranhängen kann mit der Perf Events API. Und es benutzt Memory Mapping, um die Daten aus dem Kernel rauszukriegen. Das ist ein bidirektionales Mapping zwischen Kernel Space und User Space. Der User Space kann auch den Input darüber reingeben in den Kernel und den updaten. Und dann hat es verschiedene Quellen. Also es gibt verschiedene Trace Points, das sind diese ganzen Probes. Was hier die Idee ist bei K-Red Probes, ist, dass man einen Haufen Syscalls hat, die man verwendet und dann nimmt man F-Trace API, um eine K-Probe zu registrieren und eine ID dafür zu kriegen. Und dann verwendet man Perf-Event Open und passt da die ID rein, die man gerade bekommen hat. Und danach kann man das BPF-Programm da dranhängen über einen I/O-Control. In neueren Kernels ist die Form ein bisschen anders. Da kann man das F-Trace direkt auslassen. Und das actually generally gotten through it, but you don't need that. So im Endeffekt braucht man die Zeile 6 gar nicht mehr heutzutage. Die U-Probes sind im Prinzip dasselbe wie vorher, nur mit kleinen Änderungen. Jetzt ist wichtig, wie man das nicht verwenden sollte. Und zwar
das ist ungefähr so, wie System D es benutzt. Das sollte man nicht machen, nämlich Bytecode Assembly von Hand schreiben. Das ist einfach schwierig. Das ist, man kann nichts wirklich Kompliziertes damit machen, weil es keiner versteht. Und das sollte man einfach nicht tun. Was man dann machen sollte, ist BCC verwenden. Das ist im Grunde genommen eine Compiler. Es ist im Prinzip wie ein GCC für eBPF. Da kann man alle möglichen, die ganzen Quellen mit einbinden. Und dieser Talk hier geht eigentlich gar nicht um BCC, aber wir verwenden es trotzdem für alles, weil es am Ende des Tages der einzige wirkliche Nutzer der Kernel-APIs ist. Weil die Leute, die BCC schreiben, diejenigen sind, die auch die Quellen verwenden. Deswegen, das ist sehr, das ist, die API ist gar nicht so richtig dokumentiert, und wenn das der einzige Nutzer ist, das ist relativ stark verzahnt. Und dieser Syscall Kram ist eigentlich gar nicht wirklich dokumentiert. BCC ist eigentlich die einzig ernstzunehmende Option an der Stelle. So, jetzt ist die Frage, wie schreibt man so einen Tracer mit BCC? Normalerweise nimmt man einfach die Python-API. Und blöderweise muss man das alles als eine einzige Python-Datei schreiben. Und es wird immer schwieriger, das zu lesen. Und der C-Code wird dann als Python-String abgelegt. Das ist jetzt so die grobe Struktur, die man auf der Folie sieht. Dann muss man BCC sagen, dass es zu eBPF kompilieren soll. Und dann hängt es sich an Event K-Probes dran. Und dann hat man Callback-Funktionen, und am Ende funktioniert einfach alles. Und es hat diese merkwürdige Einschränkung, dass es eben nur eine einzige Python-Datei sein soll. Wir gehen davon aus, dass das sich irgendwann erledigt hat, dass das umgeschrieben wird, aber im Moment ist es halt leider so. Das ist jetzt ein Beispiel hier, das ist ein sehr, sehr simples EBP-Programm, das wir geschrieben haben. Das hat relativ viel Code-Generierung im Hintergrund, die man jetzt hier nicht sieht. Das sagt einem im Prinzip, dass er ein K-Probe SysOpen verwenden will. Der Name dieser Funktion ändert sich regelmäßig mit neueren Kernels, zumindest in der letzten Zeit. Wir hocken jetzt dieses Ding, und dann machen wir einfach einen PrintK, also einfach eine Kernel-Ausgabe. Und dann lassen wir es laufen, nachdem wir es kompiliert haben. Und wir kriegen gar nichts. Warum kriegen wir nichts? Ah, right, wir haben glibc verwendet. Glibc hat in der letzten Zeit wenn jede Verwendung von open landet, wird das umwandeln in eine andere Funktion, und eigentlich, stattdessen muss man eigentlich open add verwenden. So, aber jetzt wollen wir das gleich noch ein bisschen generalisieren. Wir wollen eigentlich nur eine einzige Funktionalität haben, und wir haben aber K-Props dafür verwenden müssen. Open add landet dann auch am Ende bei sysopen. Das ist die zugrunde liegende Kernel-Funktion. Und dann können wir auch gleich in PrintK das reinschreiben und den Part dazu schreiben. Und jetzt sehen wir diese merkwürdigen Proc-FS-Ausgaben. BPF Trace PrintK ist dasselbe wie FTrace im Prinzip. Und es ist relativ schädlich deswegen. Es benutzt einen einzigen Log-Buffer über das ganze System, sodass die sich gegenseitig überschreiben können, weil man mehr als einen Tracer hat. Das eBPF-Programm wird entladen, wenn der Prozess aussteigt. Das hängt an der Exit-Funktion des Programmes, das diese Probe erzeugt hat. Und wenn jetzt der... Das heißt, wenn es dann stirbt, das Programm, dann wird es auch wieder entladen. Und dann gibt es auch noch eine merkwürdige Race-Condition zwischen dem Ende des Programms, dem K-Probe-Hit, also wenn der K-Probe anschlägt, und dem Detach. Und was dann passiert ist, dass die Nachrichten einfach noch zurückbleiben im Buffer, bis sie jemand liest. Und der nächste Prozess kriegt dann dummerweise die Nachrichten im Log, die eigentlich für das andere Programm bestimmt waren. So, jetzt muss man das, kann man lösen, indem man das Ganze umschreibt, indem man seinen eigenen Custom-Datenpfad verwendet. Also hier verwenden wir diesen Perf-Event-Ring-Buffer.
basically BCC provides us to our C code. Das ist eine Hilfestellung, die uns der BCC für unseren Code gibt. Und was wir jetzt noch brauchen, ist so ein Ablageort, wo wir da irgendwie was einschreiben können. Wir operieren auf Pfaden, die geöffnet werden, und die haben Pathmarks, viele Zeichen, die lang sein dürfen, und deswegen brauchen wir genug Platz, wo die reinpassen, und wir benutzen jetzt diesen C-Array. Das ist relativ safe, solange man nur einen Exekutions-, also Ausführungswert hat. Wenn wir das jetzt machen, dann haben wir hier diese Notation. Wir haben nur eine Zeile, die wir da abgreifen, und es kann auch nicht schief gehen. Was wir jetzt machen, ist, wir nehmen die Daten aus dem Call und packen sie in diesen Ablageort und mappen sie dann in den Buffer für das schnelle Sharing, und das ist halt ein Haufen rumkopieren, was unnötig ist. Aber so ist es jetzt erstmal. Und wenn wir jetzt in Python sind, da gibt es diese C-Tiles, das ist ein Interface, mit dem man C-Strukturen benutzen kann in Python. Das müssen wir nehmen, weil wir ja uns auf C-Code runtergenerieren wollen. Und hier schreiben wir diesen Event-Handler. Das ist der, Data ist der die Tabelle, die wir oben definiert haben im C-Code, und die können wir hier verwenden. Und wir machen ein bisschen Casting, damit das funktioniert. Und am Schluss machen wir den Poll auf dem K-Probe. Das heißt, wir fragen die Events ab. Der Name hat sich auch mal wieder geändert in BCC in letzter Zeit, aber im Moment sollte es funktionieren. So, wie funktioniert das alles? Ja, schauen wir uns mal ein bisschen etwas aufgeräumten S-Trace-Ausgabe an. Der Hauptfokus hier ist dieser Aufruf bpf-proc-load mit dem Typen da oben, das in Rot. Und wir bekommen da den File-Descriptor Nummer 5. Dann gibt es diesen Sys-Kernel-Debug-Tracing-Aufrufe im SysFS-File-System, und die Art und Weise, mit dem man mit denen interagiert, ist, dass man da was reinschreibt und dann probt man die jeweilige ID-Nummer, die man jetzt gerade da reingeschrieben hat, und dann öffnet man eben genau mit dieser ID wieder so ein Pseudo-File, und das ist alles relativ flexibel, ist im Prinzip so wie ein IOCTL. Wir nehmen das dann und rufen IOCTL tatsächlich darauf auf, und dann benutzen wir eben genau das, um das eBPF-Programm da dran zu hängen. Und so wird dann tatsächlich unser eBPF-Programm mit dieser K-Probe, die wir eben erstellt haben, assoziiert. So, was macht denn dieses BPF-Programm? Perf-Output-Ding tatsächlich. Es ist eigentlich einfach nur ein Makro. Es macht eigentlich gar nichts. Es erstellt eigentlich einfach nur einen dynamischen Struct-Typen und erstellt eine Instanz davon, aber es führt gar keinen Code aus oder so, sondern ja, es ist eigentlich einfach nur Fake. Es ist einfach nur Code, der bei der Code-Generierung dann ersetzt wird, und das ist einfach nur da, damit der Compiler Quick-Check am Anfang zufriedengestellt wird, und das ist relativ normal in Code-Generierungsbasierten APIs. Also was passiert, wenn wir dieses perf-submit aufrufen? Das wird tatsächlich ersetzt mit einem bpf-perf-event-output-helper-Funktionsaufruf. Und ja, was es da macht, ist die ganzen Argumente reinwerfen und unter anderem ein Flag cur-cpu-identifier. Und was das heißt, ist, dass es ein perf-event-Objekt von der Kernel-Seite und ein Perf-Event-Array nimmt mit der aktuellen CPU als Index. Und erinnert euch ja an diese Perf-CPU-Arrays, und ja, dann gab es ja eben diese ganzen Syscalls mit Perf-Event 001 mit dem jeweiligen File-Descriptor. Und ja, das ist eben genau das erste Ding, was wir machen. Wir erstellen dieses Perf-Array und haben dann einen File-Descriptor da drauf. Dann öffnen wir die ganzen Perf-Events, und dann seht ihr hier in grün die jeweiligen CPU-Indizes, und da bekommen wir auch wieder File-Descriptoren zurück. Dann rufen wir update-lm auf und benutzen diesen File-Descriptor aus dem Perf-Event-Array. Und ja, dann wieder diesen Key, den geben wir dann wieder da rein. Und dieser Key ist tatsächlich einfach nur ein Pointer auf die CPU-Nummer 0. Und Value ist der Pointer auf CPU-Nummer 8. Nee, Pointer auf die Datei hinter der File-Descriptor Nummer 8. Und
ja, dann fangen wir da an zu pollen und alles super. Aber ja, jetzt schalten wir mal gerade ein bisschen um. Schauen wir mal auf den eBPF Validator. Und das macht alles gar keinen Spaß, denn eBPF soll ja safe sein, denn also wir führen da ja irgendwelchen Code im Kernel aus und die Funktionen können Speicher lesen und schreiben und so weiter und das muss safe sein, also sonst crasht alles. Und ja, deswegen validiert eBPF den ganzen Code, bevor es den tatsächlich ausführt. Und ja, es gibt dann so ein paar simple Checks, die sich alle ausdenken könnten. Also es darf nicht loopen oder zurückspringen, weil das eben direkt im Kernel läuft. Also da, ja, da gelten halt die ganzen üblichen Probleme im Kernel. Wenn das hängt, dann hängt der ganze Kernel und so weiter. Und ja, selbst wenn euer Code jetzt keine Schleifen hat oder so, kann es trotzdem sein, dass der Validator den ablehnt. Denn es kann zum Beispiel Funktionsaufrufe geben, die nicht static inline sind. Und das heißt, es kann sein, dass er im Prinzip zurückspringt. Also es könnte effektiv dasselbe sein und das mag der Validator gerade nicht. Und dann ja, gibt es so Geschichten wie Loop Unrolling und so weiter. Also das macht man dann manuell. Aber dann gibt es wieder Compiler-Optimierung. Und ja, also BCC nutzt halt einen optimierten, also nutzt Clang LVM und da einen optimierten Compiler-Pass. Und das heißt, es kann sein, dass es bestimmte Sachen selber inlined und ausrollt. Und wenn man jetzt anfängt, den Code langsam zu erweitern und dann funktioniert die Optimierung irgendwann nicht mehr und dann gibt es auf einmal einen Fehler, den es vorher gar nicht gab, weil es quasi keinen, also für den Nutzer keinen kausalen Zusammenhang gibt zwischen seinen Änderungen und den Fehlern, die jetzt der Compiler ausgibt. Dann gibt es auch noch Validator Helper Calls, die den Validator quasi davon überzeugen können oder der Validierung helfen können, zu sagen, dass etwas tatsächlich safe ist. Und ja, die Logik dafür ist aber nicht so super ausgefeilt, weil der Compiler oft sehr viel schlauer ist als der Validator. Und grundsätzlich gilt, je mehr Code man reinschreibt, um den Code offensichtlich safe zu machen, also das denkt man als Entwickler, da kann es halt trotzdem passieren, dass der Compiler den dann wieder raus optimiert. Und das heißt, man spielt da häufig dann ein Spiel gegen den Optimizer im Compiler, gegen den Optimierer, um ja, diese Optimierung zu verhindern. Und dann hat man noch die Geschichte, dass es ja alles interne Linux-APIs sind und das heißt, Code, der bei einer früheren Linux-Version funktioniert hat, funktioniert dann später vielleicht nicht mehr. Und das ist uns auch alles passiert. Also wir hatten zum Beispiel Situationen, wo eine Funktion akzeptiert oder abgelehnt wurde, wo ein Bool entweder ein Size T, 0 oder 1 war und das wurde in einem Uint8T gespeichert. Und ja, als wir dann irgendwo eine andere Codezeile rausgeschmissen haben, dann hat das eben zu einer Ablehnung oder Annahme geführt durch den Validator. Und ja, das hat uns alle sehr verrückt gemacht und ich habe dann ein Kernel-Modul geschrieben, das sich ziemlich hacky in den Validator reinhängt und dann einfach viele von den Checks ausschaltet. Ja, dummer Validator hat keine Ahnung, was Bounds sind und ja, dann sage ich dem einfach, die sind alle safe. Und ja, stellt sich raus, der Validator hängt tatsächlich ziemlich nah eng am Interpreter für diesen Bytecode an und man kann es nicht komplett ausschalten, denn er läuft quasi während der Interpretierung und das heißt, man muss eben genau an den richtigen Stellen besondere Hooks einbauen, um besondere Checks zu überspringen und dann ja, und dann kommen da draußen aber nochmal Folgeprobleme. Also wir haben dann was geschrieben, das heißt YOLO eBPF. Das ist im Prinzip so ein Proof of Concept, der das mit dem Function Hooking und so etwas einfacher macht im Validator. Und ja, also es funktioniert mit eBPF, aber wir haben jetzt F-Trace, funktioniert gerade nicht, weil jemand irgendwas im Kernel geändert hat. Und es funktioniert nur auf x86-64. Und ich habe da besonderen Shellcode drin, der in Strings und Arrays drin liegt. Also das außerdem funktioniert es bestimmt nicht mit aktuellen Kernel-Versionen, sondern nur mit der, wo wir es entwickelt haben. Und wenn
ja, wenn ihr da irgendwelches unsafe eBPF reinschreibt, dann kann es tatsächlich sein, dass euren Kernel crasht. Also ihr solltet das eigentlich wirklich nicht benutzen und ja, wir verlinken das Repo am Ende von den Folien und wir werden es dann public machen nach dem Vortrag. Ja, also wenn ihr nicht den Luxus von so einem hacky Kernel-Modul habt, was könnt ihr denn tatsächlich machen? Also es gibt ein paar Schritte, wie man den Validator glücklich machen kann. Man kann zum Beispiel den Stack-Speicher immer schön initialisieren. Das ist tatsächlich eine generische Verwundbarkeit in vieler Software, die irgendwelche Trust-Boundaries überschreitet. Wenn man irgendwelche Stack-Daten nicht auf einen wohldefinierten Wert stellt, dann leakt man tatsächlich Informationen aus diesen Feldern, die man nicht initialisiert hat, an den Aufgerufenen. Und ja, in dem Fall hier ist das alles nicht so wichtig, weil wir leaken ja quasi per Definition Kernel-Speicher, wenn wir eBPF benutzen. Aber ihr müsst euch, um den Validator zufriedenzustellen, zum Beispiel Padding-Felder und so weiter abschalten. Padding-Felder gehören auch zu diesem Informations-Lag. Dann geht es darum, Schleifen zu eliminieren. Also statisches Ausrollen von Schleifen und Inline-Function-Calls sind beides wichtige Maßnahmen dafür. Neuere Kernel unterstützen tatsächlich, dass man das nicht machen muss, aber ja, ihr habt vielleicht diese Kernel-Version einfach auch gerade gar nicht, also macht's. Dann gibt es noch so statische Funktionsheader, die vom Kernel bereitgestellt werden, die dafür da sind, dass ihr einige Kernel-Datenstrukturen besser parsen könnt. Das Problem ist, die funktionieren nicht so gut in eBPF, denn wenn die BCC-Code-Generierung irgendwelchen Kernel-Speicher zugreift, der nicht in der eBPF-Speicherregion ist, dann gibt das häufig sehr viele Probleme. Und ja, es gibt dann da häufig so komische Probleme in irgendwelchen komischen Scoping-Kontexten und so weiter. Und manche Sachen funktionieren dann einfach nicht. Und es gibt halt besonders viele, also ein besonders häufiger Anwendungsfall ist, wenn man mit dem Task-Struct interagiert. Und das heißt, man muss dann einfach einzelne Informationen aus dem Task-Struct per Hand rauskratzen. Dann geht es nochmal um Performance. Also es kann sein, dass ihr euren eigenen Ringbuffer implementieren müsst, um Daten in den User Space zu senden und dabei möglichst wenig Kopien zu machen. Also das heißt, ihr müsst irgendeine Art von Switch-Statement haben, die jedes Mal aufgerufen wird, wenn irgendeine synchronisierte Zählervariable aufgerufen wird. Und das ist tatsächlich jetzt sehr vorsichtig geschriebener Code, der den Validator zufriedenstellt. Und ja, wenn 2 jetzt wieder zu 0 wird oder so, dann müssen wir damit umgehen. Wenn man hier einen Case 2 reinschreibt, dann würde der eBPF-Validator das tatsächlich nicht annehmen. Und das heißt, wir mussten das hier in Default-File reinschreiben, um das umzuflippen. Und ja, das war halt einfach so, weil der Validator so funktioniert. Und dann gibt es noch das Problem mit dynamischen Kernel-Datenstrukturen. Also es gibt da tief verkettete Pointer-Strukturen und es gibt da teilweise Strukturen, die einfach memcopied werden. Und was man da im Prinzip machen muss, ist dann diese Pointer dynamisch langlaufen und ihr müsst das alles statisch machen. Im Prinzip die ganzen Schleifen per Hand ausrollen und ihr müsst da sehr vorsichtig sein, wenn ihr das macht. Aber normalerweise funktioniert es dann auch, wenn ihr das richtig macht. Und das tricky Ding, was ihr dabei hinbekommen müsst, ist, dass die ausgerollten Schleifen vielleicht Daten irgendwie nicht ganz auslesen können und ihr müsst das irgendwie anders machen. Der Grund, warum man das mit eBPF macht, ist einfach, weil es schneller ist und weil man einen Haufen Tracing machen will. Also was man machen kann, ist, man macht Preprocessing im Kernel, um Filtering damit zu implementieren. Wenn man zum Beispiel vorausfinden muss, ob ein PID in einer Menge ist, wie macht man das ohne Rekursion und ohne Loops, also ohne Schleifen? Was man machen kann, ist ein Balanced Binary Search Tree im User Space kann dann rausfinden, was der Vergleich wäre, das statisch ausrollen und das dann im Kernel zurückholen.
Was wir jetzt noch machen, ist dynamische Längen Byte kopieren. Der Compiler wird größtenteils Sachen wegoptimieren und lasst euch nicht genug Informationen über, um zu wissen, was eigentlich wirklich passiert. Und wie wir das gelöst haben, ist, dass wir eine merkwürdige Static Inline gemacht haben, das das Ganze umgangen hat. Das Zeug ist ziemlich merkwürdig. Eines der hilfreichsten Sachen, die ihr machen könnt für WCC, ist Debug-Output, weil es euch all die EBPF-Instruktionen ausgibt und nebenbei auch noch den C-Code, der preprozessiert ist, der mit diesen Instruktionen erzeugt wird. Und dann kann man zurückgucken, wo in der Assembly irgendwas fehlgelaufen ist. Ja, viel Erfolg damit. Das klingt einfach, oder? Jetzt übergebe ich an meinen Kollegen. Also, nachdem wir ja Sicherheitsconsulting machen, fragen wir uns natürlich, was können wir mit EBPF machen, beziehungsweise können wir damit auch uns verteidigen gegen andere Sachen? Und der Clou ist natürlich, EBPF ist extrem schnell, sodass wir überlegen, ob wir damit Audit die beschleunigen können. Lass es doch einfach mal ausprobieren. Also, was macht Security Monitoring? Es schaut einfach im Prinzip alles an und schaut dabei Programmausführungen, Fallzugriffe, Netzwerkverkehr und im Prinzip Cakeprobes können all das auch. Warum würde das dann eigentlich gut zusammenpassen? Tracende EBPF-Programme können im Prinzip alles sehen, die können sich in alle Kernel-Funktionen reinhängen, die können sowohl im User-Space als auch im Kernel-Space Speicher anschauen und noch vieles weitere. Jetzt wollen wir mal ein paar relativ simple Monitoring-Aufgaben implementieren mit EBPF, um zu sehen, wie es funktioniert. Wir schauen uns einfach mal den execve-call an und versuchen, den reinzuhocken. Hier, wir nehmen wieder kprobs.execve, also das ist das, was wir schreiben. Und das macht nur ein trace print key. Das heißt, wir wollen einfach nur sehen, dass der ausgeführt wird. Jetzt machen wir noch was Spannenderes. Wir schauen uns den übergebenen Dateipfad gegen bekannte Standardverzeichnisse an. Sowas wie Localbin, Userbin. Wir können das machen, indem wir einfach den Dateinamen prüfen gegen unsere Liste. Wir haben hier unser Directory Prefix gesetzt. Das ist alles schon wieder in EBPF zu kompliziert, um das zu prüfen gegen alle anderen Directories. Deswegen haben wir die Schleife hier ausgerollt. Und jetzt schauen wir halt, ist es in Bin oder nicht. Dann haben wir noch einen weiteren Gedanken gehabt. Wenn wir jetzt eine Web-Applikation haben und es führt jetzt Zeug aus, das es nicht ausführen sollte. Also wir können uns zum Beispiel vorstellen, dass es nur ein Frontend für Ping ist. Es nimmt eine IP-Adresse vom User und lässt dann halt Ping dagegen laufen, was man halt so macht. Und wir wollen wissen, ob es auch noch was anderes ausführt als Ping. Das ist hier das C-Programm, was wir hier machen. Wir hocken uns wieder rein in sysexecve. Und wenn die PID mit Python zugewiesen wird, dann machen wir einen Parse. Und wenn das nicht für unsere Webanwendung passend ist, dann mach einfach gar nichts. Und wir parsen hier auch die Länge von dem Buffer ran. Wenn nicht dieselbe Länge haben, dann passt es sowieso nicht. Und wenn es die Länge 8 hat, dann lassen wir halt den User wissen, wenn es Ping ist oder nicht. Und jetzt wollen wir File-Zugriffe monitoren. Dabei schauen wir uns an, wenn ein Programm eine Datei in einem bestimmten Verzeichnis öffnet. Und wir hooken dazu Open. Um das jetzt ein bisschen nützlicher zu machen,
What if something's accessed under the root directory? Wollen wir wissen, wenn irgendetwas unterhalb des Root Directories aufgemacht wird? Selbes Problem, wir setzen den oben das Headset und dann wieder die Schleife ausrollen. Jetzt müssen wir euch aber ein Geständnis machen. All die Beispiele, die wir gerade gemacht haben, sind alle unsicher. Wirklich, wirklich unsicher. Nur weil eBPF den Kernel nicht crashen kann, heißt noch lange nicht, dass es irgendwie safe ist. Die Beschränkungen machen es wahnsinnig schwierig, eBPF sicher zu schreiben. Was uns aufgefallen ist, dass ein Time-of-Check, Time-of-Use-Schwachstelle da drin war. Also wenn dein kprobe syscall ist, also die Daten, die ein Nutzer reinsteckt in so einen syscall, können sich ändern zwischen der Zeit, wo der Kernel das kopiert und den dann ausführt. Was wir jetzt machen, ist, wir nehmen mal ein 2-Threaded-Programm. Der erste Thread kopiert einfach nur verschiedene Pfeilpfade in einen String und der zweite ruft Open und darauf auf. Und dann kproben wir den Open Call. Wie man jetzt sieht, hier ist das alles durcheinander. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Ja, wir verwenden interne Kernel-Funktionen statt den syscalls. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die wir im Gedächtnis behalten müssen, wenn wir das machen. Zum Beispiel, wie Dateinamen unter Unix funktionieren. Was ist, wenn es zum Beispiel nicht durch einen absoluten Pfad zugegriffen wird? Also zum Beispiel ein relativer Pfad. Kann man das irgendwie lösen? Ja, wir können versuchen, das selber zu kanonikalisieren, also kanonisch machen. Es ist wahnsinnig kompliziert, das zu tun in eBPF. Oder wir können halt versuchen, eine interne Funktion zu finden, die den Zugriff auf den absoluten Pfad hat. In diesem Beispiel hat es am Ende leider den gleichen Wert bekommen wie der syscall. Also funktioniert es nicht wirklich. Wir wissen, dass BCC einen Beispielcode hat, um eBPF für Network Monitoring zu verwenden. Er hat zum Beispiel TCP-Header nicht richtig geparst. Und es war dann möglich, den TCP-Header zu spoofen. Und wir haben denen sowohl ein Beispiel für den Hack gezeigt und dann auch ein Patch geschrieben. Im Allgemeinen gilt, dass man jeden Wert sanitized, den man irgendwie vom User bekommt. Wie eBPF hat keine Copy-from-User-Helper-Funktion, also das heißt, die Sanitizing machen würde auf User-Input. Wenn man jetzt einfach irgend sowas ausführt auf einem Pointer, den einem der User übergeben hat, dann kann man auch blind irgendwo im Kernel rumstochern im Speicher. Kann man eBPF daher für Verteidigung verwenden? Wir sagen jetzt nicht so direkt. Also die Beschränkungen, die es hat, machen es relativ kompliziert, es sicher zu verwenden. Es ist sehr viel nützlicher, um irgendwie die Daten im Kernel zu beobachten. Unix Dumps ist ein Programm, was wir uns anschauen wollen. Das ist das TCP-Dump für Unix Domain Sockets. Es sollte irgendwie für P-Tracing verwendet werden früher. Es hängt sich in den Stream Send Manage Funktionscall rein und einen weiteren. Und es benutzt Python, um dynamisch C-Code zu generieren, wie vorhin von Jeff erklärt. Und das versuchen wir zu nutzen, um den eBPF-Programm während der Laufzeit live zu verändern. Und das ist hier der binäre Suchbaum, den Jeff vorhin erwähnt hat. Wir haben einen weiteren Per-CPU-Array, der gegen den jeweils benutzten Ring-Buffer-Slot festhält. Wir müssen sicherstellen, dass die Werte, die im Kernel-Space und im User-Space überprüft werden, weil da ist eine Race-Condition, weil C weiß nicht, dass Python jetzt fertig ist mit dem Verwenden der Werte.
Und wir müssen sicherstellen, dass C weiß, dass er die Werte noch nicht verwendet, bevor sie fertig sind. Wenn eBPF nicht so gut ist bei der Verteidigung, wofür können wir es noch verwenden? Also lass uns mal über Angriff reden. Also wir haben jetzt einen bösen Jungen, der irgendwie Zugriff auf ein modernes Linux kriegt. Und er benutzt zum Beispiel CapSysAdmin in einem Container. Container sollten sicher sein, insofern ist es ja kein Thema, oder? Also was könnte er jetzt mit eBPF machen? Ziemlich viel, wie sich herausstellt. Man kann damit so ziemlich alles sehen, nicht nur kprop, uprops und so. Es kann dummerweise auch schreiben und das sogar in den User Space. Das ist jetzt ein magischer Syscall, BBPF Probe Write User, der mir erlaubt, dass ich auch in den Speicher schreibe. Ist da irgendwas in diesen Sektionen, die er schreiben kann? Die einzige, die er nicht schreiben kann, ist die Text, also der Code Section. Ist aber was Interessantes in den anderen Dingen drin? Ja, klar. Das sind Buffer für Daten, die gelesen und geschrieben werden durch Syscalls. Und die Frage ist jetzt, was können wir damit machen? Hier hat ein Cron-Job geschrieben, das spooft Cron-Jobs. Was er macht, ist, er auto-hookt alle Stat-Syscalls. Und jedes Mal, wenn Cron versucht, etwas aus Cron-Tab, also wenn er rausfinden will, ob er einen Job ausführen muss, dann schaut er auf das Datum der letzten Änderung und wir ändern das, um das jedes Mal auszuführen. Und dann hooken wir da rein, ändern dann den FD und speichern das dann woanders ab, wo wir das dann machen. Und wenn es close macht, dann hören wir damit auf. Und dann lesen wir das durch den FD. Und wenn wir einen Read sehen, dann überschreiben wir den Inhalt der Datei mit was auch immer wir wollen, also einem Root-Command zum Beispiel. So, und das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Das ist ein Container, es ist tatsächlich ein bisschen modifiziert, denn Docker hat ihr Profil da ein bisschen aktualisiert, und zwar nachdem wir das gemacht haben, und das heißt, es hat einen von den Angriffsvektoren eliminiert, aber ja, wir haben das jetzt ein bisschen angepasst, dass es funktioniert, um die eben beschriebene Attacke zu machen. Also, was ihr eben gesehen habt, ist, dass das Root-Kommando genau am Anfang von der Cron-Tab eingefügt wurde. Aber ja, wir nutzen auch noch Pro-CPU-Maps, um ja, diese ganzen Sachen sicher miteinander kommunizieren zu lassen. Und dann haben wir auch noch eine Helper-Funktion, die uns erlaubt, die Zeit fortschreiten zu lassen, ohne wieder zurück in User-Space zu gehen. Also, was kann man in User-Space machen? Man kann zum Beispiel Return-Oriented Programming machen. Das heißt, man kann den Stack modifizieren. Der Stack enthält Return-Adressen. Wir können den ganzen Stack im User-Space-Speicher lesen und wir können den Programm- und Datenabschnitt lesen. Und das heißt, wir haben glibc-porn geschrieben, was ja der systemd-autoporner ist. Und das heißt, es scannt durch den PID1, also den Speicher vom Prozess mit PID1, und speichert den Stack-Inhalt an der Rücksprungadresse vom libc-syscall-stub. Und ja, wir laden dann unsere bösartige Library in PID1 rein und räumen danach wieder hinter uns auf. Also wieder Demo. Ups, nicht das. Ah, genau. Also wir haben hier dieses Stückchen Finding libc. Was das macht, ist, es dumpt die ganzen Rücksprungadressen und die Basisadresse von libc. Und dann rufen wir die porn-libc-Funktion auf, die dann eben diese Return-Oriented-Programming-Chain aufruft, die ich eben erwähnt habe. Hat ganz viele lustige Gadgets drin, die ziemlich nützlich sind. Und wenn wir das laufen lassen und ein bisschen warten, dann returnt es irgendwann und ja, lässt dann eben unsere Shared Library laufen und wird syslog aufrufen und dann noch Sachen in /temp/evil schreiben. Und wir bekommen auf einmal von systemd geloggt, hallo 35C3. Das heißt, unser Angriff hat funktioniert.
Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber nochmal, wie das Ganze funktioniert. Also wir hängen uns an TimerFD SetTime dran, denn in Systemd ruft das im Prinzip einmal pro Minute auf. Das ist ziemlich zuverlässig. Dann scannen wir durch den ganzen, also durch dieses stackbasierte Datenstruktur eTimerSpec und suchen nach Rücksprungadressen und patchen die, dass sie zurück in den Syscall-Stub zeigen. Und ja, im Prinzip setzt das einfach die Syscall-Nummer und ruft dann die Syscall-Instruktion auf. Und das heißt, wir suchen nach dem Syscall-Stub. Wir kennen ja den Offset vom Start von libc und so weiter. Und das heißt, nachdem wir das gemacht haben, ist uns dann auch aufgefallen, dass wir auch noch einen Weg haben, alle Register von dem Prozess zu bekommen. Und eBPF gibt uns das normalerweise nicht. Also wir müssen eigentlich den Speicher scannen. Aber das ist ziemlich nützlich für andere Dinge. Dann hängen wir uns nochmal an TimerFD dran, um den Rückgabewert zu bekommen. Wir speichern uns zuerst den Stack, dann hängen wir die Return All in Programming Chain rein, dann gehen wir wieder zurück in User Space, dann springt unser Code wieder in die RobChain rein und die RobChain ruft dann DL Open auf und so weiter. Und dann wollten wir noch vermeiden, dass wir aufräumen, und das bedeutet, dass wir close mit einem magischen Argument aufrufen, das wir in unserem eBPF-Hook dann wieder verwenden, diesen speziellen Wert als Signalwert, und das heißt, wir können dann aus unserer Probe heraus aufräumen. Und das heißt, wir schreiben da auch wieder eine RobChain rein, und wir machen das, weil die originale RobChain eventuell relativ viel Stackplatz verbraucht, und so ist es deutlich einfacher. Dann gehen wir aus dem Kernel zurück in den User Space, und im Prinzip dieses letzte Gadget führt dann dazu, dass die neue RobChain ausgeführt wird, und das bedeutet, dass dann die neue RobChain ausgeführt wird, denn die restauriert den originalen Stack, setzt die Register zurück, und es sieht dann nachher für SystemD so aus, als ob der TimerFD-Aufruf tatsächlich funktioniert hätte. Der Vorteil von glibc ist auch, dass es relativ stabil ist, selbst zwischen verschiedenen Versionen der Linux-Distros, und das heißt, also man braucht zwar die verschiedenen Offsets, aber im Prinzip ist es alles immer das Gleiche, es sind immer die gleichen Gadgets, und ja, man kann das dann eben, ja, das ist quasi eine Sache, die man mit eBPF machen kann. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das so zu verwenden, wie es eigentlich mal gedacht war. Also man kann Prozesse zum Beispiel davon abhalten, mit dem Kernel zu interagieren. Also man kann zum Beispiel Prozesse davon abhalten, eBPF-K-Probes und so weiter zu listen. Man kann die blockieren, neue eBPF-Programme zu erstellen, Kernel-Module zu laden und so weiter. Und das ist super wichtig, denn während das eBPF-Programm kompiliert und geladen wird, dann gibt es eine D-Message-Warning, die sagt, dass das jetzt der Fall ist und dass das möglicherweise zu Eruptionen führt. Und der interessante Teil ist aber, dass alle, die sich D-Message-Output ausgeben lassen wollen, ja davon etwas lesen müssen. Und das heißt, ja, man kann dann da interessante Sachen tun. Dann gibt es noch so Geschichten wie DPDK, mit denen man Memory-Mapped.io direkt mit einem Netzwerkgerät und so machen kann. Das heißt, die kann man jetzt vielleicht nicht stoppen. Aber ja, im Prinzip ist es möglich, einen Syscall davon abzuhalten, dass überhaupt passiert. Und ja, das eine Problem ist aber, dass wir unseren eBPF am Prozess am Leben halten müssen. Denn sobald der eBPF-Prozess, der das eBPF mal in den Kernel geladen hat, stirbt, dann geht alles mit dem weg. Und ja, welcher Prozess läuft dann immer? Ach ja, das ist ja PID1. Und das heißt, wir können einfach, wenn wir PID1 gekapert haben, alle eBPF-K-Probes in das System injizieren, und der PID1 lebt halt so lange, bis das System herunterfährt. Und ja, das ist für uns super, denn PID1 ist SystemD, und ja, alle wissen ja, dass das auseinanderfällt. Und ja, das heißt, das ist auf jeden Fall ein guter Angriffsvektor. Zusammenfassend, eBPF ist nützlich für alle. Man kann
allerdings keine Intrusion Detection Systeme da drauf bauen. Und ja, es ist einfach gerade noch nicht so ganz da, wo es sein will, um da jetzt Sachen zu bauen, anders als Monitoring. Deswegen eine Bitte an Kernel-Entwickler. Wir brauchen mehr Helper-Funktionen. Also wir brauchen sowas wie Copy from User, sodass Leute nicht aus Versehen irgendwelche bösartigen Pointer da laden. Und man möchte vielleicht auch noch irgendwelche Helper für irgendwelche Datenstrukturen, also kompliziertere Datenstrukturen anbieten, zum Beispiel für Dateien und Pfade und so weiter, dass man halt nicht so komische Sachen machen muss, die wir hier vorgestellt haben. Dann irgendwelche Operationen auf Strings und so weiter. Naja, dann ein paar Shoutouts und Grüße an Leute. Also die BCC-Leute sind super und machen total cooles Tooling. Julia Evans hat ziemlich viele coole Blogposts, wie das alles funktioniert. Brandon Gregg auch. Und Jesse Frizzell schreibt was, das BPFD heißt. Und das klingt genau nach dem, was ich eigentlich in PID 1 als meinen Rootkit-Manager reinbauen möchte. Aber das managt dann ja all die Sachen. Abschließend, ihr könnt euch vor der Zukunft nicht verstecken. Gibt es irgendwelche Fragen? Yeah. Are there questions? Gibt es Fragen? So instead of going into the God modus, also, we went into the flying spaghetti monster modus, isn't it? Questions, ladies, gentlemen. Number two here, Chu. Hi there. Great talk. Can you just turn off compiler optimizations in BPF and save yourself a lot of trouble in the validator? Kann man einfach die Compiler-Automatisierung abschalten an der Stelle? Also der ganze Code ist in C++, der basiert auf LVM, und das heißt, wenn man da jetzt irgendwas anpassen will am Validator oder so, dann muss man das alles in LVM bauen und LVM neu kompilieren. Und ja, ich weiß jetzt nicht genau, wann das genau passiert. What kernel version have you tested with? Welche Version habt ihr getestet? Welche Kernel-Version habt ihr das ausprobiert? Es gab einen Haufen Verbesserungen bei den Sachen letztens. Also die Version, auf der wir gearbeitet haben, waren zwei verschiedene Kernel, 4.15 von Ubuntu 18.04 und dann 16 oder 17 von Kali Linux. Wir haben ja gesehen, dass es einfach ist, Sachen damit zu injecten. Wie können wir das von vornherein verhindern? Ich sehe, dass ich eBPF im Kernel brauche, um zum Beispiel für Firewalls und so. Aber wie versuche oder wie schaffe ich es als User, dass es weiteren eBPF-Code in meinen Kernel reinjagt? Kannst du das nochmal wiederholen? Wie kann man es schwerer machen für irgendwelche Skripten, dass sie damit Sachen ins Check? Also du brauchst dafür capsysadmin und ja, also bei Containern und AppArmor-Profilen und sowas gibt es eigentlich relativ viele Gegenmaßnahmen, die Interaktion mit SysFS maskieren. Das heißt, das funktioniert nicht. Es gibt dann aber einige Workarounds dafür, die zum Beispiel direkt den eBPF-Syscall verwenden und dann nicht durch SysFS gehen. Und das geht dann halt eben um diese Schutzmaßnahmen, die bereits existieren, drumherum. Wisst ihr, ob es irgendwelche Cloud-Provider gibt, wo das funktioniert, dass man das ausführt? Also, wenn die euch capsysadmin geben, dann haben sie echt andere Probleme. Also, von capsysadmin zu vollem Root-Zugriff gehen, das ist echt einfach. Das ist quasi so ein lustiger Party-Trick. Das ist keine echte Privilege-Escalation-Attacke oder sowas. Aber, ja, wenn ihr rausfindet, also das sollte der Provider eigentlich einfach nicht machen. Das ist ein großes Problem für die. Fragen aus dem Internet oder hier noch im Saal? Well, Jeff. Gut. Jeff and Andy. Andy also. Danke, Jeff und Andy. Leo. We're gonna shut it down here. Give them a warm applause. Einen guten Applaus nochmal, und damit verabschieden auch Problem und Kassen sich von der Besetzung.